Also erstmal hallo und ja, die ersten Wochen, die gingen relativ schnell rum, muss ich sagen. Man hatte wenig Zeit zum Durchatmen. Es war gefühlt Tag für Tag irgendein Ereignis, entweder halt doppelte Trainingseinheiten, Events, Team-Events, Sponsorentreffen, Trainingslager in Pfalz. Da hatten wir wirklich sehr, sehr viele Eindrücke, gerade die Neuzugänge, persönlich auch ich. Wo man halt wirklich viele neue Leute kennengelernt hat, das Drumherum kennengelernt hat, worauf es hier ankommt. Und ich habe mich wirklich gut eingelebt. Ich fühle mich sehr wohl und ich freue mich auf das, was kommt. Ja, genau. Also jetzt am Wochenende geht es ja los gegen Bayreuth. Ich denke, jeder in der Mannschaft weiß, worum es geht und wir haben darauf hingearbeitet in der ganzen Vorbereitung und ja, jeder ist glücklich, dass es jetzt endlich losgeht und die paar Tage schaffen wir jetzt auch noch zu überstehen. Was ich für eine Partie erwarte, ist natürlich eine intensive Partie, gerade bei den Temperaturen und meistens sind dann auch die Aussteiger sehr euphorisiert. Sie nehmen die gute Saison, die sie absolviert haben, mit. Sie versuchen alles daran zu setzen, da weiterzumachen, wo sie aufgehört haben. Und klar, sie denken dann halt, wenn sie hierher kommen, dass sie was mitnehmen können. Aber wir werden natürlich alles dafür versuchen, dass die drei Punkte hier bleiben. Unser Trainer wird uns definitiv gut einstellen, wird gute Taktiken haben, damit wir den Gegner besiegen können. Ja, fürs Wochenende würde ich mich natürlich riesig freuen, wenn wir viele Fans sehen werden, dass sie anwesend sind, dass sie uns unterstützen, dass wir hoffentlich gemeinsam am Ende des Spiels zusammen feiern können und die ersten drei Punkte einfach.